Hallo und willkommen zur dritten Folge von Imaginary Friends. Ja, okay, gut. Ich nehme mal weiter auf. Gleich mal im Anschluss. Ja, klar, natürlich. Komm, ein bisschen was muss natürlich schon gehen. Ja, gut. Das war jetzt gerade nicht so schön ein Erlebnis. Nicht so schönes Erlebnis mit dieser Puppe da drin. Die Sache ist halt, wir brauchen diesen Hut wahrscheinlich. So. Und ich weiß nicht, wie wir... Haben wir den Schlüssel? Das sollte ich vielleicht nochmal kurz gucken, ob wir den Schlüssel haben. Nein, den nehmen wir jetzt nochmal nicht. Wir haben keinen Schlüssel. Okay, dann probieren wir es nochmal. Aus dieser Tür da raus. Müssen wir uns verstecken? Das geht ja aber auch nicht. Gib mir meinen Hut zurück. Ja, ja. Okay. Na, wir können uns nicht bewegen. Ah, wir brauchen den Hut hier. Da drüben gab es ja auch nichts mehr, glaube ich. Okay, wir haben aber auch sonst keine Items. Vielleicht können wir die Puppe mitnehmen. Haha. Ich glaube nicht. Hier gibt es aber sonst auch nichts mehr. Ja, das bringt ja nichts. Gut, dann schauen wir uns vielleicht doch nochmal da drüben um. Die ist umgefallen. Und sie hat den Hut verloren. Was? Der Hut. Nein, ich will nicht. Ich speichere nochmal kurz. Wobei. Nein, ich speichere nochmal. Okay, ist die Puppe umgefallen und hat den Hut verloren. Aber die wird uns bestimmt angreifen, wenn wir den Hut nehmen. Ich weiß das. Ich kenne ja Spiele. Hut von der Puppe wurde auf den Boden fallen gelassen. Ja. Tschüss, 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 tschüss. Oh Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh Gott. Ich hasse Puppen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so, so quietschig bin. Es ist nicht meine Art normalerweise, aber ich hasse Puppen. Ums Verrecken. Okay, jetzt haben wir einen Hut. Das ist doch auch mal was. Oh Gott. Dann können wir den jetzt aber auch der Puppe geben. Das ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut. So, dann geben wir den Hut der Puppe. So. Wo hast du diesen Hut gefunden? Er ist sehr hübsch. Ja, sehr süß. Der würde perfekt sein zur Tea Party. Okay, jetzt hat sie ja alles. Oder? Okay. Ach, genau, das Portemonnaie. Okay, wo kriegt man das her? Das ist die Frage. Hatte er eigentlich noch was? Hast du deine Meinung geändert? Willst du nur mit mir spielen? Dann spielen wir halt mit dem. Yay! Lass uns Verstecken spielen. Ich werde mich zuerst verstecken. Pass auf, ich bin sehr gut im Verstecken. Versuch und find mich. Okay. Ich möchte nicht checken, ob irgendwas... Wahrscheinlich sitzt du unterm Bett, ne? Okay, die war ja leer. Da im Sofa ist auch nichts. Okay, gut. Was? Du hast mich schon gefunden? Nun, das hat jetzt nicht viel Spaß gemacht. Lass uns nochmal spielen. Komm und finde mich. Ja, dann versteck dich halt besser. Weißt du, ich habe ihn jetzt halt hinter dem Schrank da hervorlunsen sehen. Ist er im Schrank drin. Wahrscheinlich hat er sich jetzt wieder so versteckt, dass man ihn finden kann. Ist zu dunkel. Okay. Okay, das ist leer. Da kann man das jetzt aufmachen. Ja, eine Crowbar. Mag sie aber nicht benutzen. Okay, du kannst nicht sehen. Ja, dann, wo könnte der denn sein? Da draußen? Naja, da war nur der Hund. Ah, vielleicht ist er in dem Grab drin. Das kann sein. Kann natürlich sein.
Nee. Okay, da oben vielleicht? Ah, kann ich nochmal speichern. Das ist sehr gut. Vielleicht in dem Schrank da. Okay, nee. Da ist er ja. Ja, sehr guter Verstecker. Wow, du hast mich schon wieder gefunden. Du bist wirklich gut. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Hier. Ich möchte das mit dir teilen. Zuckerwürfel. Okay. Lass uns wann anders mal wieder spielen. Okay, was wollen wir jetzt mit dem Zuckerwürfel? Wollten die Puppen da unten nicht Zucker? Den könnte man doch jetzt den Zucker geben, oder? Das wäre jetzt so meine Vermutung. Die wollten doch Zucker haben, wenn ich mich recht entsinne. Damit sie schön Tee trinken können. Was ist das? Sind das Zuckerwürfel? Endlich können wir Tee trinken. Vielen Dank, Miss. Endlich können wir unseren Tee genießen. Danke dir, kleine Lady. Hier, ich leihe dir meine... Ja, mein Portemonnaie, wenn du möchtest. Meine Tasche. Oh! Ja, meine Purse. Das wollte doch sie da oben haben. Hast du mir... Ja, hast du mir diese... Die Portemonnaie gebracht? Sie ist wirklich sehr hübsch. Ich liebe die Farbe. Ich denke, ich habe schon mal eine solche gesehen. Ja, die gehört ja da unten. Danke dir so sehr. Nun habe ich alles, was ich brauche. Es ist Zeit, sich herzurichten. Nur einen Moment. Oh. Nun, wie sehe ich aus? Ja, du siehst wundervoll aus. Na, ich weiß nicht, ob die so schön ist. Hehe, danke dir. Das denke ich auch. Naja. Danke dir, dass du mich angezogen hast. Ja, ein Dress-Up-Game. Toll. Du warst mir sehr hilfreich. Hier, ich möchte, dass du das hier hast. Sie hat uns ein Stück Papier gegeben. Nun dann, ich gehe jetzt zur Teeparty. Fühl dich frei, uns zu... Ja, uns... Mit uns zu gehen, ja, zu uns zu stoßen. Was hat sie mir da gegeben? Das... Dieses Bild. Ich erinnere mich. Ich habe das gemalt, als ich ein Kind war. Ich wünschte, ich hätte einen Freund. Ja, ich wünschte, ich hätte einen Freund. Hm? Da ist etwas auf der anderen Seite. Sieht aus wie ein Schlüssel. Was meint... Was das wohl bedeutet? Was war das? Ich speichere mal. Die Musik ist aus. Es gab ein Platschgeräusch. Wessen Kopf wurde jetzt wieder abgetrennt? Da drüben vielleicht? Nein, da, oh, da, genau, da liegt noch der Kopf. Erstmal, warum können Puppen bluten, aber was? War die das? Coming. She had it coming. Ich wollte es so. Hä? Wie kann die es wagen, dieselbe, ja, dasselbe Tasche wie ich zu haben? Nein. Zicken? Okay, es war ja die gleiche Tasche, es war ja wirklich ihre Tasche, aber oh, das war jetzt eher so, oh, sie hat die gleiche Tasche wie ich, oh, das geht ja gar nicht. Aber, oh nein. Hätten wir das verhindern können? Oh, sonst hätten wir nicht das Blatt Papier bekommen mit dem Bild. Okay.
Drawing in the hole, also das Bild ins Loch tun. Okay. Okay. Es ist aufgegangen. Tatsächlich. Mit einem aufgemalten Schlüssel. Wow. Ja. Es war einmal. Ja, oder vor einer Zeit. Ja, es war einmal ein Mädchen. Ja, ein sehr einsames kleines Mädchen. Alles, was sie wollte, war einen Freund zu haben. Aber ganz gleich, wie sehr sie gesucht hat, sie konnte keinen finden. Also war sie immer alleine. Die Geschichte von einem einsamen kleinen Mädchen, Part 1. Ich frage mich, sind dieses einsame kleine Mädchen wir? Hä? Okay. Wir sind jetzt auf diesem Bild. Das ist ja interessant gemacht. Das ist aber nett. Okay, wo geht's denn da lang? Oh, ein Haus. Und da ist es jetzt noch so auf der einen Seite so. Wir können auch nicht gegen den Baum. Das ist alles schon so gemacht, wie es gemacht ist. Hier auf der einen Seite noch gemalt und dann so richtig an. Oh, das ist ja cool gemacht. Okay. Okay, verschiedene also Bilder an der Wand. Es gibt einen leeren Ort, so als ob ein Bild fehlt. Du versuchst die Schublade zu öffnen, aber sie scheint zu stecken. Zu klemmen. Oh, da ist ein Teddy wieder. Sehr gut. Speichere ich mal auf der File 2. Ich speichere eigentlich viel zu oft auf denselben Dateien immer. Okay, was haben wir hier? Das ist eine, bunt eingepackte Süßigkeiten in der Schüssel. Du hast dich dazu entschieden, ein Stück von, also eine Süßigkeit zu nehmen. Habe ich dir nicht gesagt, die Süßigkeiten nicht anzufassen vor dem Essen? Du warst ein böses kleines Mädchen. Und wie sollten böse kleine Mädchen bestraft werden? Okay. Da ist eine Notiz an dem Kühlschrank. Sie sagt, ja, Unsichtbarkeitstrankrezept. Kristallwasser, eine Schneeflocke, 3 Rosenfrüchte, 2, so Mottenflügel, mixe all diese Ingredienzen in einer hölzernen Schüssel. Okay, dann kann man uns unsichtbar machen. Oh Gott. Oh Gott, was hätten wir jetzt die Süßigkeit nicht nehmen sollen? Muhahaha! Also versuchte zu gehen und dich zu verstecken. Das ist kein wirklich nettes Ding zu tun, richtig? Nun werde ich mich bestrafen müssen. Oh. Okay. Na gut, dann nehmen wir die Süßigkeit halt einfach nicht, wie wir es damit. Lesen wir das nochmal kurz. Okay, dann lesen wir die Süßigkeit einfach nicht. Nehmen wir die Süßigkeit einfach nicht. Was ist hier drin? Oh Gott. The Ring! Yay! Ich sehe es doch. Ich mag nicht zu diesem Fernseher gehen. Ich gucke mich erst nochmal um im Haus. Ich mag da nicht hingehen. Was haben wir hier? Ein Tisch, okay. Da sind noch so Bilder. Ja, jetzt war das jetzt gerade unsere Mutter. Ja, wobei, wir sind jetzt gerade nicht mehr irgendwie in der Welt, in der echten Welt oder so. Also, okay, wo sind wir jetzt gelandet? Die Tür ist verschlossen. Okay, das ist ein Stückchen Seil. Ja, das, können wir das mitnehmen? Nee, anscheinend nicht.
Dutzende von toten, ja, Motten liegen auf dem Boden. Ja, wir haben jetzt noch Mottenflügel, die noch funktionieren. Ha, sehr gut. Ich will ehrlich gesagt... Gehen wir da raus. Ich mag nicht zu diesem Fernseher da unten gehen. Die Tür wird nicht aufgehen. Die Tür ist versperrt. Okay. Ich guck erstmal, was da hinten ist. Komm. Da ging es ja auch noch lang in diese Richtung. Hallo? Achso. Und ja, mal gucken. Oh, noch ein Teddy. Sehr schön. Was ist das? Okay, das tut uns aber nichts. Das ist ein Schatten, okay. Okay, ein Schatten. Interessant. Was ist das? Eine Blume? Eine kleine, wundervolle, weiße Blume wächst hier. Eine weiße Blume, okay. Brauchen wir das auch für das Rezept? Was ist denn für ein Schatten, der uns da verfolgt? Wie unangenehm. Aber gut. So, wo kommen wir hier noch lang? Oh, wir brauchen noch eine Schneeflocke. Das ist ein Haus, ich guck bloß erstmal. Geht's da jetzt einfach den anderen Weg lang? Okay, gut, okay. Geht es da einfach den anderen Weg entlang? Das ist ja gut zu wissen. Wo geht es denn hier hin? Okay. Da ist ein, ja, so ein Kinderbild an dem Baum gehängt. Ich habe keine Idee, was das da darstellen soll. Eine Stadt in den Wolken? Zumindest sehen die, ja, die Anwohner ziemlich glücklich aus. Okay, das Gemälde eines Kindes. Hä? Es ist versperrt. Hey, wer immer du bist, lass mich raus. Das ist nicht lustig. Öffne die Tür. Oh, please, ja, bitte. Lass mich nicht allein hier drin. Oh, okay. Das dürfen wir also nicht nehmen. Gut zu wissen. Okay, ich möchte mir aber gern nochmal diese Blume holen. Die brauchen wir ja für dieses Dings. Und dann gehen wir nochmal zum Haus, weil das können wir uns jetzt anscheinend nicht nehmen. Vielleicht müssen wir dazu unsichtbar sein. Das kann sein. So. Genau, dann kommen wir mal darüber und wir hatten ja noch diesen Ring-Fernseher. Ich finde ja sehr sympathisch, genau. Gut, dann. Und hier war ja auch nichts mehr, ne? Speicher nochmal. Gut, also wir haben jetzt schon die Flügel, wir haben eine Blume, was brauchen wir noch? Kristallwasser. Kristallwasser? Okay. Eine Schneeflower. Achso, das war genau die. Keine Schneeflocke, sondern die Blume, genau. Drei Rosenbeeren. Ach, warte mal, Rosen waren noch vorm Haus, oder? Roses are blooming. Also da blühen Rosen, aber ja, sie haben schon ein paar. Ja, so. Geburten, so. Ja, Blüten halt, Knospen an dem Busch. Ja klar, nehmen wir doch mal. Noch welche? Wir brauchen ja drei, ne? Okay, und drei brauchen wir ja. So, und dann brauchen wir jetzt nur noch das Kristallwasser, ne? Die Frage ist, wo gab's das? Das weiß ich jetzt nicht. Gab's da irgendeinen See oder so? Ja gut, wir müssen ja in diesen Raum. Voll so ein Gesicht. Kein Jumpscare des Todes? Oh. Der hat die Tür zugesperrt.
stand da in der Schublade. Was ist das? Der Typ? Okay. Da war jetzt was an der Schublade, hat der gemacht. Aber der hat doch da gerade was gemacht. Da müssen wir doch Zutaten rein tun. Wir brauchen noch Kristallwasser. Da war jetzt aber sonst auch nichts mehr, oder? Nee, das kann man jetzt nicht nochmal angucken, oder? Genau. Das heißt, das Ding folgt uns. Das finde ich aber gar nicht gut. Geht also auch. Da auch. Da hat er nämlich zugesperrt, die Sau. Ach, brauchen wir das Bild vielleicht für diese Stelle da? Was ist denn das? Und da ist ja dieser Typ mit der Kappe. Vielleicht ist das sein kleines, krankes Spiel, das er hier spielt. Hier gibt es auch nichts mehr. Nee. Okay. Was war jetzt hier? War da oben noch was? Die Süßigkeit dürfen wir auch nicht nehmen. Die Frage ist, wo kriegen wir denn das Kristallwasser her? Das ist jetzt noch, ja. Da muss ich jetzt nochmal rausgucken, ne? Hier war ja nichts mehr. Da gab es auch nichts. Hier können wir auch nichts anklicken dergleichen. Da ist nochmal ein Teddy, auf dem speichere ich jetzt auch nochmal. So, und da müssen jetzt eigentlich wieder der Typ verfolgen, genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier nochmal irgendeine Art Wasser finden, aber... Ja! Hier ist halt Schnee, ne? Wenn wir ins Haus rein... Es sei denn, wir gehen mal rein und nehmen das Bild nicht. Was passiert dann? Das ist natürlich interessant jetzt. Wenn wir jetzt reingehen und das Bild nicht nehmen... Hä? Es ist versperrt! Hey! Wer immer du bist, lass mich raus! Das ist nicht witzig, öffne die Tür! Okay, das ist also egal, ob wir das Bild nehmen oder nicht. Wir sind da drin eingesperrt. Okay. Das heißt, wir brauchen dieses Wasser vielleicht, damit er uns nicht sieht. Aber wo kriegen wir das her? Das ist natürlich die andere Frage. Okay, jetzt sind wir noch wieder hier. Ja gut, okay, dann würde ich sagen, ich schaue mich dann auch nochmal offscreen ein bisschen um. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen, weil ich jetzt auch langsam Hunger bekomme. Und ja, das hat jetzt auch keinen Sinn, hier die ganze Zeit so rumzurennen. Vielleicht, ich gucke mich wie gesagt offscreen mal um, vielleicht finde ich da was. Wenn nicht, dann muss ich mir was überlegen. Gibt es ja dann im Haus noch irgendwas zu finden oder geht es da hinten weiter? Nee, okay. Gut, wie gesagt, dann gucke ich mich mal hier um und probiere mal rum. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Imaginary Friends. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.